Hello, sound recording. Tension has been caused. Start cutting. Start cutting. Start cutting. Defendant, you've now had an opportunity of looking at the log of U-37. Wasn't it your practice in May 1940 to see personally the logs of all U-boats when they returned from their trip? Die deutsche Übersetzung ist so unklar, dass ich nichts höre. Die deutsche Übersetzung ist nicht zu verstehen. Was it your practice to see personally all the logs of U-boats when they returned from their trips? Was it your practice to see personally the logs of all U-boats when they returned from their trips? Ich habe mir jedes Mal von den U-Boot-Kommandanten mündlich Bericht erstatten lassen und habe die Logbücher dann, die ja einige Wochen oder eine Zeit lang hinterher kamen oder fertig wurden, weil sie erst im Hafen geschrieben werden mussten, dann nur von meinem Chef des Stabes vorgelegt bekommen, wenn sie zusätzlich zu dem mündlichen Vortrag noch etwas Besonderes enthielten. Did you remember seeing the log of the U-37 that was involved in this incident? Nein. Do you now observe that the Chief Meade was not sailing in convoy? Ja, ich weiß das. Ich weiß auch, dass es ein bewaffnetes Schiff war. Und dass nach den Befehlen, die der Kommandant hatte, berechtigt war, es als bewaffnetes Schiff zu versenken. Man sieht auch aus seinem Logbuch, dass er nicht eher zu dem Torpedoschuss sich entschließen konnte, bis er die Bewaffnung bei dem Schiff festgestellt hatte. Das ist hier sehr klar ausgedrückt. I've already explained to his lordship that I'm not on the question of sinking, I'm on the question of survivors. Did you take any action with the U-boat commander, Captain Lieutenant Erm, for not having assisted in the rescue of survivors? Nein, ich habe ihm aber gesagt, wenn bei dieser Rettungsstelle war, hätte auch helfen müssen. Was he not simply carrying out your order 154 of November or December 1939? Nein, das hat nicht. I see. Well, now I want... Ich habe ja schon erklärt, für welchen Seeraum und für gesicherte Schiffe nur dieser Befehl gegeben war. Well, now, would you look at page 34 in the English document book, page 69 in the German document book. That is the report of the conversation between Hitler and Oshima. And you say that you were told nothing about it. Now I want you just to follow the, about halfway down, halfway through the extract, where it says, after having given further explanations on the map, the Führer pointed out
that however many ships the United States built, one of their main problems would be the lack of personnel. For that reason, even merchant ships would be sunk without warning, with the intention of killing as many of the crew as possible. Once it gets round that most of the seamen are lost in the sinkings, the Americans would soon have difficulties in enlisting new people. The training of seagoing personnel takes a long time. Now, did you agree with that argument of Hitler's, that once it gets round that most of the seamen are lost in the sinkings, the Americans would soon have difficulties in enlisting new people? Did you think that that was a sound argument in the question of sea warfare against the United States? Ich habe bereits schriftlich ja in meiner Antwort, die ich in dieser Frage an das Auswärtige Amt gegeben habe, meine Ansicht dahin klargestellt, dass ich nicht glaube, dass es lange Zeit braucht, Seeleute auszubilden, dass Amerika keinen Mangel hat. Infolgedessen würde ich auch nicht der Ansicht sein, dass das eine abschreckende Sache ist, wenn sie Menschen genug haben. So you don't agree with Führer's reasoning on that point? Ich bin mit dem Schluss nicht einverstanden, dass an gewöhnlichen Seeleuten ein Mangel ist. No, it's the first point that I want your opinion on expressly. Once it gets round that most of the seamen are lost in the sinkings, the Americans would soon have difficulties in enlisting new people. That is, I suggest to you, that the new people would be scared off by the news of the sinking and killing of the first people. Did you agree that that was a sound argument? That's what I want your view on. Es ist eine persönliche Ansicht von ihm, ob die Abschreckung eintritt oder nicht, ist eine amerikanische Sache, die ich nicht beurteilen kann. Would you look at your own document book, volume 1, page 29 in the English version, which is your report to the Führer on the 14th of May, 1942. Do you see the last sentence where you're advocating a range pistol? You say a range pistol will also have the great advantage that the crew will not be able to rescue themselves on account of the quick sinking of the torpedoed ship. This greater loss of crews will no doubt cause difficulties for the assignment of crews for the great American construction program. Das ist ganz klar, das ist richtig. Wenn ich dieselben Mannschaften nicht mehr habe, muss ich neue nehmen. Darin liegt eine Erschwerung. Da ist aber nichts von Abschreckung drin, sondern die positive Tatsache, dass neue Mannschaften genommen werden müssen. So, are we to take it that you did not think that you would have any frightening or terrorizing effect on the getting of new crews if the old crews were sunk under conditions when they would probably lose their lives? Denn das ist eine Ansichtssache, das hängt von der Bravour und der Tapferkeit der Leute ab. Der amerikanische Minister Knox hat gesagt, wenn im Frieden im Jahre 1941 das Versenken deutscher U-Boote nicht bekannt gegeben wird, er sich eine abschreckende Wirkung davon verspricht auf meine U-Boote. Das war seine Ansicht. Wobei ich nur sagen kann,
dass dieses lautlose Verschwinden durch amerikanische Versenkung im Frieden keine abschreckende Wirkung auf meine U-Boote gehabt hätte. Das ist eine Geschmackssache. Well, the fact is that on the 14th of May, the Führer was pressing you to take action against the crews after the vessel was sunk. Isn't that so? Ja, hat gefragt, ob man gegen die Mannschaft nicht vorgehen könne. Und ich habe bereits erklärt, dass nachdem ich hier von der Oshima-Unterredung erfahren habe, ich glaube, dass diese Frage an den Großadmiral Reeder und mich die Folge dieser Oshima-Unterredung gewesen ist. Meine Antwort ist ja bekannt darauf. And your answer was no. It'd be far better to have a range pistol and kill them while they were still on the boat. That was your answer, wasn't it? Nein, meine Antwort war, ein Vorgehen gegen Schiffbrüche kommt nicht in Frage. Aber eine Selbstverständlichkeit ist, dass man beim Kampf ein bestmögliches Kampfmittel einsetzt. Das tut jede Nation. Yes, but the object of your weapon, it's quite clearly set out, was that the crew would not be able to rescue themselves on account of the quick sinking of the ship. That was what why you wanted to use ja. The range pistol, yes. And ja. Auch deshalb, selbstverständlich, weil wir eben die Dampferbesatzung, da sie die mit den Waffen kämpften, als Kombattanten ansahen. Yes, well, I'm not going back to deal with that point again, but what was in your mind. Now, the Führer raised this point again on the 5th of September of 1942, as is shown in your document book, volume 2, page 81. Ich habe das nicht. Wo ist das? It begins with the discussion in the Okawe situation of 5th September 1942. It's number exhibit 39, page 81, and it's in the English document book. It's volume 2. Ja, ich habe es jetzt. You see? And it arises out of an incident of the sinking of the mine boat Ulm, and there was a question as to whether British destroyers had fired with machine arms on soldiers in lifeboats, and the Führer gave orders to the naval command to issue an order according to which our warships would use reprisals. And if you look a little lower down, you say that the matter was had been investigated by your operations staff, and it stated it could not be proved beyond a doubt that the fire had been aimed at the crew boarding the lifeboats. The enemy fire was evidently aimed at the ship itself. And then you discuss the question of applying reprisals at the foot of that page, and you say it is the opinion of the Naval War Command that before issuing reprisal orders, one should take into consideration whether such measures, if applied by the enemy against us, would not in the end be more harmful to us than to the enemy. Even now, our ships have only in a few cases the possibility to save shipwrecked enemy crew by towing the lifeboats, etc., whereas the crews of sinking German U-boats and merchant vessels, so far, as a rule, have been picked up by the enemy. To turn matters in our favor, we would have to order not only to abandon,
but also to fight against shipwrecked enemy crews. As a measure of reprisal. It is significant in this respect that so far it could not be proved that in the cases on record where the enemy used arms against shipwrecked Germans, such action was ordered or covered by an order of an official British office. We would have to count on it that knowledge of such a German order would be used by the enemy propaganda in such a manner that its consequences could not easily be foreseen. Sorry, Doctor. Herr Präsident, ich habe Bedenken gegen diese Art des Verfahrens. Das Dokument, über das hier das Kreuzverhör angestellt wird, ist ein Beweisdokument von mir und ich habe es noch nicht eingereicht. Ich weiß nicht, ob es in diesem Verfahren üblich ist, dass die Beweisdokumente des Verteidigers von der Anklage vorgelegt werden dürfen. Aus diesem Grunde hatte ich seinerzeit vorgeschlagen, mit dem Dokumentenbeweis zu beginnen, um auch der Anklage Gelegenheit zu geben, über meine Beweismittel das Kreuzverhör anzustellen. Have you any objection to the document which is in your document book being offered in evidence? Ich werde das Dokument anbieten, Herr Präsident. Ich möchte nur vermeiden, dass jetzt im Laufe des Kreuzverhörs meine Dokumente von der Anklage vorgetragen werden. Denn dadurch wird ja mein ganzer Dokumentenbeweis umgeworfen. Ich möchte, dass dieser Einzelfall spielt für mich keine entscheidende Rolle. Wenn die Anklage aber vorhat, weitere Dokumente von mir zum Gegenstand des Kreuzverhörs zu machen, die noch nicht von mir eingereicht sind, dann möchte ich bitten, das Kreuzverhör abzubrechen, um mir erst Gelegenheit zu geben, meinen Dokumentenbeweis vorzubringen. That'll only waste time, won't it? Won't do any good, it'll only waste time. Herr Präsident, ich glaube nicht, dass es Zeitverschwendung ist. Wenn ich als Verteidiger darum bitte, dass ich meine Dokumente von mir aus dem Gericht vorlegen darf und dass sie nicht aus meinem Urkundenbuch von der Anklage dem Gericht vorgetragen werden. Denn die Art eines Vortrags und die daran geknüpften Fragen geben der Sache natürlich einen ganz bestimmten Sinn. I don't think I do, except one you've referred to. I don't think so, but I can't quite pledge my memory. I don't think it arises again. Dr. Kranzbuller, the tribunal thinks there's no objection to the course that's been taken. You have had the opportunity already of putting this document to the witness. You will have a further opportunity of putting it to him again in re-examination. So that there was fresh pressure on you to take this course, that is to fire on the crews of sunken vessels in September, was there not? Nein, das ist nicht richtig. Ich habe von diesem Papier der Seekriegsleitung erst hier erfahren. Also ich bin nicht unter Druck gewesen. Aber es ist zutreffend, dass nach diesem Papier, also entsprechend dieses Papiers, die Seekriegsleitung vom OKW anscheinend den Auftrag hatte, eine Zusammenstellung solcher Fälle zu machen. Und die Seekriegsleitung sich sehr klar auf den Standpunkt stellte, dass man in der Beurteilung dieser Fälle sehr vorsichtig sein müsse und von Vergeltungsmaßnahmen abgeraten hat. Die Zusammenstellung dieses Papiers scheint mir den Zweck gehabt zu haben, zu überzeugen, dass man grundsätzlich von solchen Vergeltungsmaßnahmen die Finger lassen soll.
Well, what did you know that on the instructions of Hitler, the OKW had put through an inquiry to Naval Command Staff on this point in September? Nein, das wusste ich eben nicht. Ich sage gerade, ich kenne diese Eintragung aus dem Kriegstagebuch der Seekriegsleitung mit der Anlage, die dahinter ist, die habe ich hier kennengelernt. Mir war ja das Kriegstagebuch der Seekriegsleitung nicht zugänglich. You first heard of that here? Das war in Berlin und ich war BDU in Frankreich. I see. Well, if you tell the tribunal that you didn't know about it in September, then we'll pass on to another document. That's what you say. You didn't know about it in September 42. I see. No. Now, I'd just like you to... I don't want to take you through the Laconia in any detail, but I want you just to tell me about one or two entries. It's, I think, at page 40 of your own document book. Sorry, Harry, I missed the thing. It's the one about the, you're here to rescue Italian allies, not English and Poles. I've got it, page 40, 1842, 1300 hours. It's a mistake. No, it's in his document. My lord, I'm very much obliged, thank you. Oh, yes, I'm very much obliged. It's page 41 at the bottom. It's the for the 20th September, 1320 hours. That's your wireless message to the U-boat Schacht. Do you see that? Ja, das habe ich gestern ganz genau aufgeklärt, die Zusammenhänge. I just want to know, is it true what is stated in your wireless message that the boat was dispatched to rescue Italian allies, not for the rescue and care of Englishmen and Poles? Is that true? Das stimmt, weil das Boot mir gemeldet hatte, ich habe vier Schleppboote, nämlich auf Seite 40 stehend, mit Engländern im Schlepp. Und bei der ganzen Lage ist klar war, dass ein U-Boot mit einem Schleppschwanz ohne größte eigene Gefährdung nicht an der Oberfläche sein konnte. Daher der auf Seite 40 unter 2 als zweiter Befehl angegebene Anweisung, Boote mit Engländern und Polen schwabbern lassen, wollte die Boote weghaben. Das war der eine Grund. Und weil nachher auf Seite 41 ein langer Funkspruch von ihm kam, der an sich eine Zusammenfassung war, der aber aufgefasst wurde, dass er wieder mit Stoppen und Menschen übernehmen sein Boot stark gefährdet hatte, nachdem die beiden Luftangriffe schon gewesen waren, hatte er diesen Funkspruch bekommen. Zumal ich sehr stark auch allmählich, nachdem ich in den ersten 4 Tagen mich gegen das Retten oder 3 Tagen gar nicht gewandt hatte von Engländern, den Eindruck bekommen hatte, dass die Italiener, die ja immerhin unsere Bundesgenossen waren, zu kurz kamen bei der Rettung. Was ja tatsächlich die Zahlen auch ergeben. Well, wenn von 811 Engländern 800 you, is that gerettet true? Werden. You've given a long explanation now, but is that wireless message true, that the boat was dispatched to rescue Italian allies, not for rescue and care of Englishmen and Poles? Is that true or is it not true? That's right. Selbstverständlich, das bezieht sich dieser Funkspruch auf die beiden Vorgänge und wird durch diese beiden Vorgänge eindeutig klar. Und durch den Eindruck, dass die Gesamtzahl der Engländer nahezu gerettet worden ist und die größte Zahl der Italiener dabei ertrunken sind. Dieser Eindruck kam aber erst zum Schluss und daher der Funkspruch am 20. You understand the light, don't you? Ja. Now,
There's one point that I want you to make a little clearer. When you were interrogated about this matter, you said that you were under great pressure at the time. And I think the pressure came to you from Hitler through Captain Fricker. Is that right? Nein, nicht allein. Auch, aber nicht allein. Der Druck stammte, und das habe ich hier sehr klar ausgeführt, aus der Angst und Sorge vor dem Schicksal meiner U-Boote, weil ich wusste, dass sie nun außerordentlich gefährdet waren. Den Beweis haben wir hier gehabt durch die Bombenangriffe. Und zweitens wurde selbstverständlich auch durch Fricke diese Weisung des Führers übermittelt. Ich habe hier aber auch erklärt, dass ich trotz dieser Weisung militärisch falsch handeln beim Retten geblieben bin. Aber mein Druck und meine Angst, die ich hatte, meine Sorge, die war hauptsächlich ausgelöst durch die U-Boote. So that the, at this time you had had the report to the Führer on the 14th of May. You had then had the Laconia incident, and during that incident, you had had the pressure from the Führer. Now, wasn't it because of this Verzeihen position? Sie, die Anweisung allow me to allow me to ask my question. Glaube ich, ist ein Irrtum. Well, that very well. I'll correct it. You had had the it report to the Führer on the 14th of May. You've told me that. There was then the Laconia. Die hat nichts zu tun mit der Anweisung des Führers wegen des während des Laconia-Falls. Während des Laconia-Falls hat der Führer nur richtigerweise sagen lassen, dass bei der Rettung keine Boote gefährdet werden sollen. Das ist also ganz was anders wie das Thema vom 14. Mai. I see. Well, I'm just trying to assemble for the moment what matters you had had to deal with. You had had the 14th of May, the Laconia incident, and then an order to stop in the from coming through from the Führer. At Nein, am, beim Laconia-Zwischenfall habe ich an den Befehl oder an die Diskussion mit dem Führer vom 14. Mai überhaupt nicht gedacht und denken können, weil es ein ganz anderes Thema ist. Well, that's what you Hier war eine reine Rettungsangelegenheit. Well, now, hat gar keinen Konnex miteinander. Well, we'll see about that. Turn to page 36 in the British document book or pages 71 to 75 in the German document book. Ist das 71 von der Anklagebehörde? 71, yes, the prosecution's book. 36 in the English or 71 to 75 in the German. Und im Englischen? 36. Danke sehr. Now, you have told us that what was mainly concerning you was the safety of your own boats and your own personnel. Why did you put into the order for the destruction of enemy ships and crews? The rudimentary demands of warfare for the destruction of ships and crews. What was the point of putting these words in unless you meant to encourage people to destroy enemy ships and crews? Das habe ich gestern ganz genau erklärt. Ich habe in den ganzen Jahren gepredigt, ihr dürft nicht retten, wenn eure Sicherheit gefährdet ist. Ich habe beim Laconia-Fall selbst das noch viermal durch Funksprüche in meiner Angst und Sorge den Worten gesagt, Six. Und habe immer wieder erlebt, außerdem, dass die U-Boots-Kommandanten die Luftgefahr zu leicht nahmen.
Ich habe auch erklärt, wie das psychologisch zu erklären ist. Ich habe geschildert gestern die erdrückende Zunahme der Luftwaffe und hätte infolgedessen unter keinen Umständen als Begründung den Boten nun nochmals gesagt, wenn Fliegergefahr ist oder da die Fliegergefahr euch gefährdet und so weiter, dürft ihr nicht retten oder widerspricht das Retten der primitivsten Dinge der Kriegführung. Weil ich eben jede Diskussion darüber, ist Fliegergefahr, den Kommandanten wegnehmen wollte, nach meiner ganzen Erfahrung der Verluste und der Allgegenwärtigkeit der Luftwaffe, die ja wie historisch ist, immer stärker wurde, musste ich nun mal aufgrund meiner Erfahrung dem Kommandanten einen klaren Befehl geben. Es geht jetzt nicht mehr. Oder wir werden beim Retten des Gegners vom Gegner selbst totgeschlagen. Deshalb konnte dieser Vordersatz nicht hineinkommen. Ich wollte den Kommandanten nicht wieder die Möglichkeit einer Überlegung oder einer Diskussion geben. Ich sagte gestern ja schon, ich hätte dir da zusetzen können, wenn wir jetzt anhand der Fliegergefahr beim Retten des Gegners vom Gegner selbst totgeschlagen werden, so widerspricht das Retten den primitivsten Dingen der Kriegführung. Das wollte ich aber nicht, weil ich eine Diskussion überhaupt nicht mehr wollte. Wir hatten alle den Eindruck, dass diese Platte nicht retten, weil Fliegergefahr eben abgespielt war. Weil die Kommandanten eben doch dann in ihre Entschlussfreiheit verloren und in diese Sachen hineinkamen. But if you had simply said, you are forbidden to rescue, and if you had wanted to give a reason, you are forbidden to rescue because in view of the Allied air cover, it is a matter of too great danger for the safety of yourself and your boat ever to rescue at all. That would have been quite clear. Why didn't you put it that way? Nein, eben nicht. Das habe ich ja eben gesagt. Weil wieder dann ein Kommandant in einem Seeraum auf die Idee kommen konnte, hier ist keine Fliegergefahr. Und dann war im nächsten Augenblick das Flugzeug da und er war totgeschlagen. Das hatte ich ja schon alles gesagt, was Sie vorschlagen. Now, you had two experienced staff officers with you at the time that you got this order out, Captain Goat and Captain Hessler, had you not? Ja, richtig. And both Captain Goat and Captain Hessler advised you strongly against the issue of this order, did they not? Sie sagten Folgendes etwa, meiner Erinnerung nach, am besten, Sie wären selbst gefragt. Die Masse der U-Boote, das hatte ich ja schon erklärt, die Masse der U-Boote kämpfte bereits, also über 90% der U-Bootswaffe, an Geleitzügen. Für die kam ein solcher Befehl nicht mehr in Frage. Es war also die Frage, ob wir überhaupt noch einen solchen allgemeinen Befehl rausgeben sollten. Und ob nicht die Weiterentwicklung, die nämlich uns zwang, laufend andere Befehle noch zu geben, möglichst wenig über Wasser zu bleiben, einen solchen Befehl erübrigt. Da ich aber verantwortlich war und jede einzige Möglichkeit eines U-Bootsverlustes ausschalten musste, musste ich diesen Befehl noch geben. Und mein Stab hat mir dann auch vollkommen zugestimmt, dieser Maßnahme. Didn't you say, when you were interrogated on the 22nd of October and on other occasions, Goad and Hessler told me, don't make this wireless. You see, one day there can be a wrong appearance about it, there can be a misinterpretation of that. Didn't you say that? Ja, das habe ich gesagt, das ist auch richtig. Eine solche Bemerkung mag gefallen sein, aber nicht falsch ausgelegt von der U-Bootswaffe, da hat kein Mensch dran gedacht. Sonst hätten wir diesen Befehl nicht rausgegeben, sondern eben in der Wirkung nach außen.
And wasn't the effect that you wanted to produce that you would have an order which could be argued was merely a prohibition of rescue and would encourage the submarine commanders who felt that way to annihilate the survivors of the crews? Nein, das ist ganz falsch. Und das ist ja auch bewiesen durch die Dokumente, die wir vorgelegt haben. Es hat außer dem Fall Mühle, hat kein Mensch diesen Befehl falsch verstanden. Und dieses Bewusstsein haben wir auch bei dem Aufsetzen des Befehls gehabt. Das geht hervor aus den Zuschriften der U-Boots-Kommandanten und meinen Anfragen an meinen drei FTUs, die ja hochnotpeinlich von mir gefragt worden sind, ob sie irgendwie mit einer Faser daran gedacht haben. Well, now, you say, es geht ja auch aus dem Befehl gar nicht hervor. Es geht ja auch aus dem Anlass gar nicht hervor. Es handelte sich ja, wir hatten mit Hingabe gerettet. Es handelte sich also um das Thema retten oder nicht retten. Und um nichts anderes. Das ist ja der Abschluss des Laconia-Falls, dieser Befehl. You said that we issued the order. Do you remember saying this on interrogation on the 6th of October? I am completely and personally responsible for it because Captains Goat and Hessler both expressly stated that they considered the telegram as ambiguous or likely to be misinterpreted. Do you remember saying that? I am completely and personally responsible because both your staff officers had pointed out that it was ambiguous. Did you say that? Es ist mir, so habe ich das vielleicht nicht gesagt, ich weiß es nicht, aber ich will Folgendes sagen. Es ist mir bei der Vernehmung gesagt worden, dass der Kapitän Goth oder der Kapitän Hessler den Befehl aufgesetzt hätte. Und darauf habe ich erklärt, das ist ganz gleichgültig, ich bin für den Befehl verantwortlich. Und im Übrigen haben die als Auftakt der Unterredung über den Befehl, haben wir diskutiert, ob man einen solchen Befehl noch erlassen sollte. Dass je in dem Gehirn des Admiral Goth oder des Kapitän Hessler der Gedanke gekommen ist, dass der Befehl für uns, für die U-Bootswaffe missverständlich ist, ist vollkommen abwegig. Auch das habe ich ausdrücklich erklärt in einer Vernehmung. Ich habe ausdrücklich erklärt, dass diese Überlegung und diese Ventilation der Frage, soll der Befehl erlassen werden oder nicht, bei den beiden Herren ausdrücklich nichts damit zu tun hatte, dass der Befehl bei uns missverständlich sei. Auch das steht in einer Interrogation drin. But you were making perfectly clear, and I think it's the first occasion when you have made such a point clear, that you weren't blaming your junior officers. They had advised you against it, and you were taking, on this occasion, the responsibility yourself. That is true, isn't it, that these junior officers advised you against it? In your own words, they both expressly stated that they considered the telegram as ambiguous and liable to be misinterpreted. That is right, isn't it? They did say that. Ich habe diese Unterredung nach dem Aufsetzen nicht gesehen und nicht unterschrieben. Ich kann Ihnen ganz klar sagen, das geht auch aus einer anderen Unterredung noch hervor, dass ich gesagt habe, ich allein trage die volle Verantwortung. Das war mir das Wesentliche. Und diese ganze Frage ist überhaupt nur zur Diskussion gekommen, weil mir der vernehmende Offizier sagte, diese Offiziere haben den Befehl aufgesetzt. Und da ging in meinem Gehirn herum, keinesfalls dürfen diese Offiziere, wenn sie meinen Befehl aufsetzen, verantwortlich gemacht werden. Das war der Sinn der Sache. Now, at any rate, you're not changing what you said a few minutes ago, that both Captain Goat and Captain Hessler advised you against issuing this order, are you? Are you changing? Also meiner Erinnerung nach haben beide zunächst abgeraten. Ich habe jetzt gehört, dass beide sagen, sie hätten nicht abgeraten. Ich hätte vielleicht abgeraten oder ein anderer. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte in Erinnerung, dass sie beide zunächst mal abgeraten haben, ob wir, wenn wir mit 90% der U-Boote am Geleitzug kämpfen,
noch einen solchen allgemeinen Befehl machen müssen, wenn wir sowieso jetzt ins Wasser hineingezwungen werden und ja positiv überhaupt nicht mehr retten können, weil wir im Wasser sitzen. Und ich habe gesagt, nein, es gibt doch noch Fälle, wo sowas vorkommen kann und der Kommandant dann in diese Zwangslage kommt. Und dann will ich ihm die Entscheidung abnehmen. Und das ist der Grund gewesen. Das stand zur Diskussion dabei. Weiter nichts. Now, Duster will continue. That's the first part of the order. Now take paragraph 2. The orders for bringing in captains and chief engineers still apply. Now, defendant, you know perfectly well that in order to find the captain or the chief engineer, the U-boat has got to go round the lifeboats or the wreckage and make inquiries, where's the captain? And you know very well that the usual practice of the British Merchant Navy was to try and hide the captain and prevent them finding out who he was. Isn't that the practical position that had to be met? That you had to go round the lifeboat asking for the captain if you wanted to bring him in. Isn't that so? In diesem Maße nicht. Ich habe gestern ganz genau erklärt, dass erstens mal das Risiko, einen Menschen überzunehmen, zeitlich viel kürzer ist und die Alarmtauchklarheit des Bootes nicht einschränkt. Wohingegen das Retten die Alarmtauchklarheit des Bootes vollkommen einschränkt. Und zweitens mal, dass hier ein von der Seekriegsleitung befohlenes militärisches Ziel vorlag, wofür, wie immer im Kriege, ein gewisses Risiko getragen werden muss. Und drittens mal, dass die Bedeutung dieses Absatzes uns allen mager erschienen und auch mager geblieben ist. Und dieser Befehl, wenn Sie es so nehmen, wenn Sie nun diese Sache rausziehen, der spricht ja gegen Ihre Behauptung, dass ich die Menschen vernichten wollte. Denn ich will ja hier einen gefangen nehmen. Wenn ich einen Menschen aber vorher totschlagen will, dann kann ich ihn ja nicht gefangen nehmen. I'm putting it to you that the second part of the order is that you're to bring in captains and chief engineers for intelligence purposes in order to find out what you can from them. Look at the third paragraph. Rescue the shipwrecked only if their statements will be of importance for your boat. That is, if they're important for you to learn from them the position of Allied ships or the measures that the Allies are taking against submarines. That's the point of 2 and 3, isn't it? You're only to take prisoners if you could find out some useful thing from them. Ich meine, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir versuchten, möglichst viel Nachrichten zu kriegen. Und da ich nicht die ganze Besatzung gefangen nehmen kann, muss ich mich ja auf die wichtigsten Personen beschränken und entziehe ja dadurch diese Leute dem Einsatz, wohingegen die anderen ja wieder zum neuen Einsatz kommen. Selbstverständlich, dass ich mir nicht die unwichtigen Leute mitnehme bei dem beschränkten Raum meines U-Boots, sondern die wichtigen. Now, is it, I don't want to take up a lot of time, but I want you to tell me this. Did I understand your explanation of the word again in the war diary to be that you had drawn the attention of certain submarine commanders by your telegrams during the Laconia incident? Was that your explanation? Nein, ich nicht auf U-Boot-Kommandanten hingewiesen, sondern das wieder soll, wie mein Stab sagt. Und ich glaube das. Bezug nehmen auf die 4 Funksprüche, die wir in den Tagen vorher bereits in diesem Sinne gemacht haben, die dem Gericht gestern vorgelesen sind und vorgetragen worden sind. Well, that's what I put to you, defendant. I put to that to you a moment ago. You say that the again refers to the messages that had been sent out during the Laconia incident. I think you agree with that, don't you?
Don't be afraid of agreeing with what I say when you do. Jawohl, vier Funksprüche, so ist mir das erklärt worden. Das nehme ich an, dass der Betreffende, der diesen Zusammenfassung dieses ganzen Unternehmens so komprimiert hier gemacht hat, sich das dabei vorgestellt hat. Dieses Wort wieder. Ist ein Obersteuermann gewesen. Ich weiß das heute nicht, was er dabei gedacht hat. Now, you say that you had never heard of the Hitler and Oshima conversation, which I put to you a few minutes ago. That's as I understand your evidence. Nein. Therefore, one may assume, may one not, that Lieutenant Heisig, who gave evidence, had not heard of the Hitler and Oshima conversation either. Don't you think? He couldn't have heard about it. Did you notice? Nein, dass das ausgeschlossen war, dass er was wusste. Do you notice that Heisig said in his evidence that you put forward the same argument at the lecture he heard as Hitler put forward at his conversation with Oshima? Erstens mal möchte ich feststellen, dass Heisig hier auf dem Zeugenstand das was anders gesagt hat wie in seiner Vernehmung. Er hat hier bei dem Kreuzfeuer zugegeben, dass ich nichts von der Bekämpfung von Schiffbrüchen gesagt habe. Zweitens, was er sonst behauptet hat, ist so unklar, dass ich der Glaubwürdigkeit von ihm gar keinen Wert beimesse. Drittens sagt er ganz klar, dass ich das nicht in dem Vortrag gesagt hätte, sondern in einer Diskussion, was ja an sich keine Rolle spielt. Und viertens mag es sein, dass das Thema angeschnitten wurde, der Neubau Amerikas und die Besetzung dieses Neubaus mit Menschen. In der Diskussion nachher, das ist durchaus möglich. Well, would you, would you pause it fourthly for a moment? Do you now say you agree that you may have opened your discussion with a reference to the American shipbuilding program and the difficulty of finding crews? Do you agree with Heisig on that? Davon war die deutsche Presse voll. Das hat jeder gelesen und gewusst. Über das Bauprogramm. Da wurden Bilder mit Kurven gemacht und alles. The building program, but the argument is what I'm suggesting to you, you know, that the building program would be useless if you could destroy or frighten off sufficient merchant navy crews. That's the thing that is in Hitler's conversation and that Heisig says that you said. Did you say that? Ich habe immer auf dem Standpunkt gestanden, dass durch Verluste von Schiffsbesatzung die Besetzung des Bauprogramms erschwert wird, wie das in meinem Kriegstagebuch drinsteht. Und ähnlich werde ich mich vielleicht diesen Fähnrichen gegenüber ausgesprochen haben. Now, would you look at page 37 of the prosecution's document book, page 76 in the German translation? Seite 37. 37 in the English, it's the order of 7th October 1943. I just want you to look at the last sentence. In view of the desired destruction of ships' crews, their sinking is of great value. Ich habe die Seite noch nicht. Page 37. Welche Nummer ist es im Englischen? Verzeihen Sie. 37 in the English, 76 in the German. Stimmt nicht. Perhaps you'd help him, Sergeant Major, would you? You got that? Good lady's face. I'm sorry, I'm going to put it about. It's in B, oh, that's right. It's in Deutsch.
Jawohl. You see the last sentence? Ja, ich habe ihn gelesen. If you have the desired destruction of ship's crews, their sinking is of great value. Weren't you continually pressing the need for the destruction of ship's crews? Ja, selbstverständlich, aber durch Bekämpfung. Es ist ja ganz eindeutig, diese Rescue-Schiffe, schwer bewaffnete Schiffe mit Flugzeugen, unterlagen der Versenkung im Geleitzug genau wie andere Geleitzugschiffe. Und wenn sie voller Dampferbesatzung waren, so war es selbstverständlich, da wir die Berechtigung hatten, diese Besatzung zu versenken, ein Wunsch, dass diese Rescue-Schiffe versenkt wurden. Außerdem wurden sie als U-Bootsfallen bei den Dampfern gebraucht. Yes, I'm not on the rightness or wrongness of your sinking rescue ships. I'm on this repeated emphasis on the destruction of ships' crews. Now, I just want to ask you one or two questions about Möller. Möller commanded the 5th U-boat flotilla from autumn 1942 to the end of the war. That's for nearly 3 years. And he, as he told us, he has a number of decorations for gallant service. Are you telling the tribunal that Commander Möller went on briefing submarine commanders on a completely mistaken basis for 3 years without any of your staff or yourself discovering this? Although you saw every U-boat commander when he went out and when he came back? Ja, ich bedauere das, dass der Kapitän Möhle, der als einziger, wie er hier angegeben hat, Zweifel bei dem Befehl gehabt hat, das nicht sofort geklärt hat. Ich kann aber nicht ahnen, dass dieser Zweifel bei ihm gewesen ist. Er hätte Gelegenheit genug gehabt, das zu klären. Auch mein Stab und niemand in der U-Bootswaffe hat ja geahnt, dass er die Zweifel hatte. Now, I have here a letter from a widow of one of your submarine commanders. I can't get the commander, and this is a letter from his widow. I want you to say what you think of a passage in it. She says, in the second paragraph, Captain Möller said that he had not found one U-boat commander who had opposed the order to fire at defenseless seamen who were in distress at sea. Herr Präsident, ich widerspreche der Verwertung dieses Briefes. Ich glaube, dass dieses nun ein Brief ist, den man nicht als Beweisdokument verwenden kann. Er ist nicht beschworen. Und er ist ein typischer Brief, wie ihn der Justice Jackson bereits mehrfach charakterisiert hat. Well, my lord, the only way I put it is this, and of course I shan't use it for a minute if anyone has any doubt. The man himself has not come back. His widow can give information as to how he understood his orders before he went out. And I should have submitted that it had probative value within Article 19. And of course, my lord, I won't use it if there's the slightest doubt on the part of the tribunal. Der strotzt auch vor Unrichtigkeiten, der Brief. Steht drin, dass der Prien im KZ-Lager gestorben ist. Das nicht stimmt.
Herr Präsident, ich habe den Brief jetzt erst ganz durchgelesen. Dr. Crenshaw, well, the Tribunal are considering the matter at the moment. Darf ich noch ein Argument dazu sagen? Well, no, we've heard your argument and we're considering the matter. Sir David, the Tribunal thinks that it is undesirable that this document should be used. That's Lordship, please. Now, I want to you just to deal for one moment with the passage in your own document books which Dr. Crenshaw put to you yesterday on its volume 2, page 92, exhibit 42. Before you, I ask you a question about it. There's one point that I'd like you to help me out. Litigation. You said that on the 22nd of October. You said that about 2 months after that order of the 17th September, you issued orders forbidding U-boats to surface at all. Is that right? You gave orders forbidding U-boats to surface. Is that right? Soweit das überhaupt bei einem U-Boot möglich ist. Wir haben sehr verschieden, wechselnd, Tag und Nacht, wie uns die Gefahr am größten schien, und nach Wetterlage befohlen, wann die U-Boote für das Aufladen an die Oberfläche zu gehen hatten, auf Marsch. Yes, but they weren't to surface after attacks. They weren't to surface at all before or after attacks. Wasn't that so? Is that the effect of your order? You give it 22nd of October. Zum Angriff mussten die U-Boote selbstverständlich bei Nacht zum Beispiel an der Oberfläche sein. Aber es kam darauf an, auf dem Marsch jedes Risiko zu ersparen. Can we take it this way, that they were to surface as little as possible? 2 months later, there was an order that they were to surface as little as possible. Is that right? You tell me, it's your order. Eben nicht. Sie sollten die Luftgefahr so weit wie möglich irgendwie vermeiden. That wasn't coming through properly. What order did you give to them as to surfacing? I'll find it. Ich habe Ihnen eine ganze Reihe von Befehlen gegeben, wie ich schon sagte. Je nach Wetterlage, Tag und Nacht und Seeraum, weil die Luftgefahr von diesen Momenten abhängig und verschieden war. Wir haben auch gewechselt, wenn wir die schlechte Erfahrung machten, dass die Nacht gefährlicher war wie der Tag, haben wir gesagt, seid am Tage über Wasser. Dann hatten wir wieder den Eindruck, dass es doch besser ist, am Tage oben zu sein, weil man dann wenigstens das durch Ortung anfliegende Flugzeug noch vorher sehen kann. So hatten wir gewechselt. Was? But it is the fact that quite soon after this order, the Allied air cover became so heavy that I quote your own words, you said 2 months later, there were no submarines at all who came in the situation to get up. That, as I understood it, was that that surfacing became very difficult in view of the heavy nature of Allied air attacks. Is that right? Ja, sie kamen nicht in die Lage aufzutauchen in bestimmten Seeräumen, ohne sofort angegriffen zu werden. Das ist es ja gerade.
Aber dabei waren die Boote, das ist ja der große Unterschied, in höchster Alarmbereitschaft, wohingegen beim Retten die Alarmbereitschaft total unterbrochen ist. Und selbst bei dieser höchsten Alarmbereitschaft traten diese großen Verluste und Schwierigkeiten auf. Now, I want you to look at page 93. That's the page after I referred to you to in volume 2 of your document book. Do you see paragraph 1? The percentage of sunk merchant vessels in convoys in 1941 amounted to 40%. In the entire year of 1942 to barely 30%. In the last quarter of 1942 to 57%. In January 1943 to about 65%. In February to 70%. And in March to 80%. Your worst period was the first three quarters of 1942. Isn't that so? That appears from your own figures. Welche schlimmste Periode? Wie meinen Sie? Das verstehe ich nicht. Well, it's page 93, paragraph 1. Jawohl. Inwiefern schlimmste Periode? Well, the percentage of sunk merchant vessels of convoys in 1941 amounted to 40%. Handelsschiffe. Yes. I'm reading your own war diary, or rather the SKL war diary. In entire year of 1942 to barely 30%. In the last Aus Geleitzügen. From convoys, yes. So that the worst period that you had was the first three quarters of 1942. Nein. Wir haben im Jahre 1942, wie ich ja schon sagte, in meiner Schilderung der Gesamtlage mit einem großen Teil der Boote unmittelbar vor den Häfen gestanden, wie New York, Trinidad und so weiter. Die sind hierbei nicht erwähnt. Und wir haben hierbei nur genannt, in dieser Zusammenstellung, die Versenkungen, die von den Gruppen gemacht wurden, die im Nordatlantik am Geleitzug standen. But is it not right that these figures mean that your worst period was the first three quarters of 1942? Must have been under 30%. Nein, meine erfolgreichste Periode war das Jahr 1942. Well, how do you get it the most successful period if you're, for the entire year of 1942, your percentage of sunk merchant vessels in convoys is only 30%, whereas in January and February and March 1943, it's got up to 65, 70 and 80%. Richtig. Von den versenkten Handelsschiffen wurden im Atlantik im Jahre 42 30% versenkt. Die Gesamtzahl war aber viel größer als zum Beispiel im Jahre 1943, wo 65 und 70% versenkt wurden. Und zwar einfach deshalb, weil wir uns damals im Jahre 43 vor einem Hafen wie New York nicht mehr halten konnten. Das gibt ja nur die Prozentzahl der Versenkung im Atlantik aus reinen Geleitzügen an. And you see, what I'm putting to you is this, that in 1942, when your percentage of convoys was low, when you had had that pressure that I've gone into with you before, there was every reason for you to issue an equivocal order which would have the effect of getting those submarine commanders who wanted to destroy the crews of the ships. In 1943, your U-boats weren't surfacing, your convoy proportion had gone up, and there wasn't any reason to make your order more explicit.
That's what I'm suggesting to you, defendant. Ich halte das für ganz falsch. Now, I just es want ist ja to... so gewesen, dass wir, wie ich schon sagte, ab Sommer 1942 die Erfahrung der plötzlich annehmenden großen Luftgefahr hatten. Und diese Luftgefahr wirkte sich in allen Seeräumen aus. Und zwar auch in den Seeräumen, wo die U-Boote nicht am Geleitzug oder nicht unmittelbar vor den Häfen kämpften. Now, I just want you to tell, help me on one other point. Dr. Kranzbühler put to you yesterday that Captain Lieutenant Eck said that if he had come back, he would not have expected you to have objected or been angry with him for shooting up the crew of the Peleus. Do you say, you know that Eck was carrying this order of yours in your locker when he did shoot up the crew of the Peleus? Ich weiß aber auch, dass dieser Befehl auf seinen Schluss nicht die geringste Wirkung gehabt hat, sondern, wie Eck ausdrücklich aussagt, hat sein Entschluss, die Trümmer abzuschießen, ein ganz anderes Ziel gehabt. Sondern das Ziel gehabt, die Trümmer zu beseitigen, weil er Angst hatte für sein Boot, genau wie vier andere Boote vorher, in diesem Seeraum sonst kaputtgeschlagen zu werden. Er hat ausdrücklich ausgesagt, dass irgendeine Gedankenverbindung zwischen dem Laconia-Befehl, den er zufällig oder an Bord gehabt hat, und seinem Schluss gar nicht gewesen ist. Now, you know that there are two other cases before the tribunal, the Noreen Mary and the Antonico, which are on pages 47 and 52 of the prosecution's document book, where witnesses give specific evidence of the U-boat carrying out attacks on them when they are in one case on wreckage and in the other case in the lifeboat. You look at it, the Noreen Mary is on page 47 of the document book. The statement is on page of the survivor is on page 49, and on page 50 he deals with this point. He says in the fourth paragraph, it's page 85 of the German book, page 50 of the English one. Ich habe das englische Dokument. Well, it's page 50 and it's the fourth paragraph. I swam around till I came across the broken bow of our lifeboat, which was upside down, and managed to scramble on top of it. Even now, the submarine did not submerge, but deliberately steamed in my direction, and when only about 60 to 70 yards away, fired directly at me with a short burst from the machine gun. As their intention was quite obvious, I fell into the water and remained there until the submarine ceased firing and submerged, after which I climbed back to the bottom of the boat. And the statement by the Brazilian gentleman, which you'll find on page 52, ja, ich habe es. About 15 lines from the foot, he says, the enemy ruthlessly machine guns the defenseless sailors in number 2 lifeboat. Are you saying that, assuming, of course one's got to assume that that Mr. McAllister and Senor de Oliveira Silva are speaking the truth? Are you saying that these U-boat officers
were acting on their own? Ich mag glauben, dass subjektiv die Leute sich das eingebildet haben. Ich mag aber darauf hinweisen, dass bei einem Nachtgefecht, um bei der Antonico anzufangen, das 20 Minuten dauert, sehr leicht Schüsse angenommen werden können oder auch Schüsse, die dem Schiff gelten, auf ein Rettungsboot kommen. Jedenfalls, wenn bei einem Nachtangriff in 20 Minuten jemand einen Bericht davon gibt, dann ist das ein subjektiver Bericht. Und jeder, der weiß, wie verschieden die Berichte sind, weiß, wie sehr man dabei einem Irrtum unterliegt. Wenn das U-Boot bei diesem Nachtgefecht die Menschen hätte vernichten wollen, dann wäre es nicht nach 20 Minuten weggefahren, wie er drin steht. Zumal der Betreffende sagt, er hätte in der Dunkelheit das U-Boot kaum sehen können. Das sind doch alles sehr vage Angaben. Bei der Norrin Mary liegt es ganz ähnlich. Es stehen da sehr viele Dinge drin, die bestimmt nicht stimmen. Zum Beispiel, dass das U-Boot ein Hakenkreuz am Turm gehabt hat. Kein einziges U-Boot ist mit irgendeiner Bemalung in See gegangen. Und wenn jemand an einem Trümmer oder einem Rettungsboot ist und Schüsse sind in der Nähe, dann fühlt er sich sehr leicht beschossen. Wir haben ja gerade aus diesem Grunde eine ganze Reihe von Fällen der angloamerikanischen Seite angegeben. Nicht, um einen Vorwurf zu machen, sondern um zu zeigen, wie sehr skeptisch man diesen persönlichen Berichten gegenüber sein soll. Und das sind die einzigen Fälle, die hier vorliegen in 5,5 Jahren Krieg bei mehreren tausend Angriffen. Yes, but of course, if for 2.5 of these 5 years the submarine commanders have been shooting up survivors, you're not likely to get many cases, are you? But I just want to ask you one other point. Die U-Boot-Kommandanten haben bis auf den Fall Eck in keinem Fall Schiffbrüche zusammengeschossen. Well, in keinem Fall. That's what you said. Das ist nicht belegt, in keinem Fall belegt. Im Gegenteil. Sie haben mit einer ganz großen Hingabe gerettet. Es ist nie die geringste Anweisung und nie aus der U-Bootswaffe selbst heraus ein Verfahren gegen Schiffbrüche gemacht worden, bis auf den Fall Eck aus dem ganz bestimmten genannten Grunde. Das ist eine Tatsache. Well now, tell me this. Did you know that the log of the Athenia was faked after she came in? Nein, nicht in schwindelhafter Weise ausgeführt wurde, sondern es kam ein klarer Befehl, dass der Athenia-Fall geheim zu halten ist, aus politischen Gründen. Und infolgedessen musste das Logbuch geändert werden. Oh, I see. The different, you don't like the word faked. Well, I'll use the word change, that a page be cut out of the log and a false page put in. Did you know about that? Das kann ich heute nicht sagen, das ist möglich. Wahrscheinlich hat der Kapitän Lemp von mir oder von meinem Stab die Anweisung bekommen, der Fall ist geheim zu halten, ist sogar sicher. Diese Anweisung hat er bekommen. Und daraufhin wird er oder die Flottille das Kriegstagebuch, was ja an 10 Stellen der Marine ging, hat er entsprechend geändert. Was sollte er anders machen? Blieb ihm ja gar nichts anderes übrig. Wenn aus politischen Gründen... I want to know, was it on your order and with your knowledge that that log was altered from, I suppose, the truth into the falsity in which it exists today? There's a simple question. Can you answer it? Jawohl. Ich meine, entweder ist es auf meinen Befehl gewesen, oder wenn es nicht geschehen wäre, hätte ich es befohlen. Weil die politische Weisung ja bestand, es muss geheim gehalten werden. Also blieb dem Soldaten gar nichts anderes übrig, als das Logbuch zu ändern. Und zwar hinter dem Fall. Die U-Bootskommandanten haben nie einen Befehl bekommen, eine falsche Eintragung zu machen. Sondern es ist speziell in einem Fall wie dem Athenia-Fall
hinterher befohlen worden, da geheim zu halten ist, darf in dem Kriegstagebuch nichts erscheinen. Well, now I've only one other point to deal with you, and I can deal with that quite shortly. You were a firm adherent of ideological education for service personnel, were you not? Jawohl, die Gründe habe ich erklärt. Well, I just want to get this, but, and then you can explain your reasons afterwards. You thought it nonsense that a soldier should have no politics, didn't you? If you want to... Selbstverständlich, ja. Der Soldat hatte ja mit Politik nichts zu tun. Aber andererseits musste er natürlich im Kriege hinter seinem Staat stehen. And you wanted your commanders to indoctrinate the Navy with Nazi ideology, didn't you? Ich wünschte, dass die Kommandanten der Truppe sagten, dass die Einheit des deutschen Volkes, wie sie war, eine Kraftquelle ist für unsere Kriegführung. Und dass infolgedessen, da wir die Nutznießer dieser Einheit waren, wir auch für sorgen mussten, dass die Einheit bestehen blieb. Weil wir eben im Weltkrieg, gerade in der Beziehung, die schlimmsten Erfahrungen gemacht haben. Jede Zerrissenheit im Volke hätte sich zwangsläufig sofort auf die Truppe ausgewirkt. Ist ganz klar. Well, look at page 7 in the English document book. I think it puts it almost exactly in my question. And sieben. Sieben, yes, seven. The last sentence. From the very start, the whole of the officer corps must be so indoctrinated that it feels itself co-responsible for the National Socialist State in its entirety. The officer is the exponent of the state. The idle chatter that the officer is non-political is sheer nonsense. That's your view, isn't it? Habe ich geschrieben, habe ich gesagt. Man muss aber auch den Vordersatz lesen, wo nämlich drin steht, dass unsere Disziplin, yes, und Kampfkraft turmhoch steht über der vom Jahre 1918. Und zwar, weil die Einheit unseres Volkes hinter uns steht. Und wenn das nicht gewesen wäre, wäre unsere Truppe längst zerbrochen. Und das ist der Grund, warum ich das gesagt habe. Immer wieder in derselben Linie liegen. Tell me, how many men were you attempting to apply this to? How many men had you got in the Navy in the 15th of February 1944? I want to see what body you were trying to affect. How many? Quarter of a million? Mehr. 600,000 to 700,000. 600,000 or 700,000. Now, I'd just like you to turn to the next page, page 8 in the British document book, which gives your speech on Heroes Day, the 12th of March of 1944. You say this: what would have become of our country today if the Führer had not united us under National Socialism? Split into parties, beset with the spreading poison of Jewry and vulnerable to it, and lacking as a defense our present uncompromising world outlook, we would long since have succumbed to the burdens of this war and been subject to the merciless destruction of our adversaries. What did you mean by the spreading poison of Jewry? Ich wollte sagen, dass wir in einer sehr großen Einheit lebten und dass diese Einheit eine Stärke war und dass alle Momente und alle Kräfte No, but that's not what I'm asking. Könnte.
I'm asking you, what did you mean by the spreading poison of jury? It's your phrase, and you tell us what you meant by it. Ich konnte mir vorstellen, dass der großen Belastung der Bombenangriffe gegenüber das Durchhalten der Bevölkerung der Städte schwerer sei, wenn ein solcher Einfluss ausgeübt würde. Das wollte ich damit ausdrücken. Well now, can you tell me again? What do you mean by the spreading poison of jury? Er bedeutet das, dass er die Durchhaltekraft des Volkes, worauf es mir als Soldaten in dem Krieg der Nation um Leben und Tod ankam, auflösen hätte gegenüberstehen können. Now why? That's what I want to know. You see, you were the supreme commander and indoctrinating 600,000 or 700,000 men. Why were you conveying to them that Jews were a spreading poison in the body politic? Why? What was it? What was it you objected to in Jews that made you think they'd have a bad effect on in Germany? Dieser Ausspruch ist in meiner Gedenkrede am Heldengedenktag gefallen und zeigt eben an, dass ich der Ansicht war, dass das Durchhalten oder die durchhaltende Kraft des Volkes, so wie das Volk zusammengesetzt war, besser erhalten wäre, als wenn jüdische Volksteile im Volk gewesen wären. This sort of talk, the spreading poison of jury, produced the attitude of mind which caused the death of 5 million, 6 million Jews in these last few years. Do you say that you knew nothing about the action and intention to do away with and exterminate the Jews? Ja, selbstverständlich sage ich das. Ich habe davon nicht das Geringste gewusst. Und wenn ein solcher Ausspruch fällt, dann ist daraus ja noch kein Beweis gegeben, dass ich von irgendwelchen Methoden gegenüber das Judentum eine Ahnung hatte. No, was ist im Jahre 43 gewesen? What I'm putting to you is that you're joining in the hunt against this unfortunate section of your community and leading 600,000 or 700,000 of the Navy on in the same hunt. Now just look at page 76 of the document book, and this is my last reference to you. Page 76. Kein Mensch hat von meinen Soldaten an irgendeine Gewaltanwendung von Juden gedacht. Keiner, niemand. Und niemand kann das aus diesem Wort schließen. Well now, just look at page 76. There, this is where you're dealing with promotion of under officers and men who have shown themselves to be personalities in warfare. You first of all say, I desire that the leaders of units responsible for ratings and the flotilla commanders and other commanders superior to them should interest themselves more in the promotion of these under officers and men who have shown in special situations in the war that, thanks to their inner attitude and firmness, by energy and inner drive, in short, owing to their gifts of personality, they are capable of taking right decisions independently and of carrying them out without wavering in their aim and with willing acceptance of responsibility. An example: in a prison camp of the auxiliary cruiser Cormoran in Australia, this camp senior officer had all communists who made themselves noticeable among the inmates of the camp systematically done away with,
in such a way that the guards did not notice. This petty officer is sure of my full recognition for his decision and his execution. And after his return, I shall promote him with all means, as he has shown he is fitted to be a leader. Was that your idea of leadership in this National Socialist indoctrinated Navy, that he should murder political opponents in a way that wouldn't be found out by the guard? Nein, die Sache ist anders. Es war mir gemeldet worden, dass dort ein Spitzel ist, der, wenn neue Besatzung eingeliefert werden, in die Besatzung hineingemingelt wird und durch Aushorchen, Nachrichten, dem Gegner zuträgt. Die Folge davon wäre gewesen, dass anhand dieser Nachrichten U-Boote nun verloren gingen. Und da hat sich der Lagerälteste, ein Feldwebel, entschlossen, diesen Mann zu beseitigen als Verräter. Das ist das, was mir gemeldet worden ist, was ich durch einen Zeugen belegen werde. Der Mann hat meiner Ansicht nach, und das wird jede Nation anerkennen, außerordentlich verantwortungsvoll und schwer in einer schweren Lage sich befindend gehandelt. Well, why didn't you say it, defendant? Why didn't you say it, if you had stated that, that this man had killed a spy who had endangered the spreading of information? I wouldn't have put this to you. But what you say is that it was communists who made themselves noticeable, and this man had killed them without knowledge of the guard. Why do you put communists in your order if you mean a spy? Ich glaube, das ist ein Befehl der Ostseestation. Mir ist gemeldet worden, und das ist die Tatsache, es handelt sich um ein Spitzel, was ein Zeuge belegen wird. Welche Gründe gewesen sind, vielleicht Abwehrgründe, das nicht zu erkennen zu geben, mögen dabei mitgesprochen haben. Are you once again putting the responsibility for this order in its present form on one of your junior officers? You're saying that it was one of your junior officers who put the order out like this? It wasn't what you meant at all. Is that what you're saying? Ich habe nur erklärt, wie der Befehl zustande gekommen ist. Ich habe bisher in keinem Fall eine Verantwortung abgeschoben. Ask no further question. The Colonel will adjourn. Hello, sound recording. Take 10.